spreche ja ab und zu im Gewichtheber Deutsch und sage, es kann passieren, dass mal ein Gewichtheber platzt. Was aber lediglich bedeutet, dass der keinen gültigen Versuch in einer der Teildisziplinen schafft. Das hat also nichts damit zu tun, dass dann auf der Bühne hier das Blut spritzt. Also insofern kann ich da alle beruhigen. Wobei ein paar Schocker haben wir ja auch schon gesehen. Ich war heute in der B-Gruppe. Da hat sich der gute Herr Bergmanis den Arm gebrochen. Das war auch nicht so sehr spannend mit anzusehen. Jawohl, 195 Kilogramm für Artem Udachin. Wir sahen hier vorne noch nicht Jaber Salem aus Katar. Wir sahen noch nicht Skarbatis. Wir sahen noch nicht Razazadeh. Wir sahen noch nicht Ronny Weller. Und wir warten auch noch auf Ashot Danilyan aus Armenien. So, also wie gesagt, ich hoffe, ich habe mich eben nicht versprochen. Der Lette Bergmanis hat sich heute beim Reißen den Arm gebrochen. Viktos Skarbatis, der Lette jetzt bei 197,5 Kilogramm. Wir blicken nochmal zurück auf die Olympischen Spiele in Atlanta. Damals gewann also Andrei Chemerkin mit 2,5 Kilogramm Vorsprung vor Ronny Weller. Stefan Botev, der Australier, der übrigens aufgehört hat. Ex-Bulgare auf dem dritten Rang. Kim war Vierter. Und Fredel Nerlinger guckt jetzt sicherlich auch zu. Der war damals noch Sechster. Skarbatis startet hier mit einem gültigen Versuch. Damals in Atlanta waren übrigens nur zwei Gewichtheber in der Lage, 200 Kilogramm zu reißen. Das waren Ronny Weller und Stefan Botev. Heute scheint hier also schon ein ganz anderer Wind zu wehen. Der stärkste Mann übrigens, der schwerste Mann damals in Atlanta, Mark Henry, der Schwarze. 184,92 Kilogramm brachte er damals auf die Waage. Zweiter Versuch für Gennady Krasilnikov, den Ukrainer. Der wiegt ja fast lächerliche 118,02 Kilogramm. Also ein Leichtgewicht unter den Dicken. Und da fehlt dann natürlich auch schon ein bisschen Muskelmasse, wenn man so viel leichter ist. Na, vielleicht ein Vergleich, Ronny Weller wiegt 146,88 Kilogramm, hat 20% Fettanteil. Also schon fast ein Asket unter den Gewichthebern hier. Wünscht sich vielleicht mancher nur 20% zu haben, auch wenn sie ein bisschen krasser aussehen, die Jungs. Da hat jetzt also einer ein Problem, denn Sie sehen, die Uhr tickt bei 1,20, heißt also, sie fing bei 2 Minuten an runterzulaufen. Wenn ein Gewichtheber also zweimal hintereinander auf die Bühne muss, dann hat er nur 2 Minuten Zeit. Deswegen kann ich gleich noch mal auf ein paar Fragen eingehen. Die Besonderheit mit den Schuhen, Sie sehen diese verstärkte Sohle bei den Gewichtheberschuhen, die auch eine leichte Vorlage ermöglicht, aber nur eine leichte, bringt also die Knie weiter nach vorn. Wenn es zu weit nach vorne ginge, droht man in der zweiten Teildisziplin, im Stoßen, da auch bei der ersten Hälfte der Übung, dem sogenannten Umsetzen, mal leicht nach vorn zu kippen. Viele Chinesen haben ja noch so etwas hochhackigere Schuhe.
So, wünschen wir ihm alles Gute jetzt für seinen dritten Versuch. Für das Leichtgewicht in diesem Wettkampf. Langsam abgehoben, schade. Aber ich glaube, mit dem Körpergewicht hatte er sich sowieso hier nicht allzu viel vorgenommen. 197,5 Kilogramm, da wird es natürlich schon schwer gegen einen Chimerkin oder gegen einen Weller hier anzukämpfen. Wobei 1993 bei der Weltmeisterschaft in Melbourne, da war Ronny Weller auch noch relativ leicht. 1992 Olympiasieger gewesen, noch im zweiten Schwergewicht. Mal schnell, was Ronny damals gewogen hat in Melbourne, 123 Kilo. Naja, das ist relativ natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen in dieser Kategorie. Der Mann aus Katar, Jabr Salem. Beginnt jetzt also seinen Wettkampf. Sein bulgarischer Name war Yanni Tomov Martschukov. Holte mal Bronze bei der Juniorenweltmeisterschaft 1995. Dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, klar. Auch die Bulgaren haben natürlich nur ein bestrengtes Kontingent bei Welt- und Europameisterschaften. Wenn man denn zur zweiten Reihe gehört, taucht man da natürlich erst gar nicht auf. Und 200 Kilogramm für ihn gültig. Und die angebliche zweite Reihe wurde dann also seitens der Bulgaren nach Katar verkauft. Und sage ich ruhig mal so, verkauft. Sie mal Ronny Weller, da war er schon. Denn der bulgarische Verband soll ja 1 Million Dollar dafür bekommen haben. Und so hat also auch Katar die Chance, hier mal vielleicht eine Nationalhymne zu hören. Ronny Weller, der erste Versuch, also doch schon 200 Kilogramm. Und jetzt denken wir an Athen zurück, wo er geplatzt ist, wo er also keinen gültigen Versuch geschafft hat. Und ich hoffe, er denkt da jetzt nicht mehr dran. So, Daumen halten jetzt auch in Hochdorf, zu Hause bei der Familie, wo das Haus voll ist. Auch mit Fernseh- und Radioteams für Ronny Weller und diesen wichtigen ersten Versuch. Im Reißen des Superschwergewichts. Und gucken Sie mal, wie die Hantel fliegt bei Ronny Weller. Wie die Hantel fliegt. Jawohl, das war Nummer 1. Und wenn das jetzt einige im Aufwärmraum gesehen haben, hinten von seinen dicken Konkurrenten, dann müssten die schon ein bisschen geschockt sein. Frank Mantek, der Trainer. Also, der Stein ist uns erstmal vom Herzen gefallen, dass es nicht so losgeht wie in Athen. Und jetzt ist alles möglich, gerade auch in dieser ersten Teildisziplin. Ashot Danielyan kommt auch bei 200 Kilogramm zu seinem ersten Versuch. Und damit kann man sich dann natürlich auch vorstellen, was die hier vorbereitet haben. Der Europameister. 205 hat er gerissen in Sofia. Und auch der lässt die Hantel fliegen. Der Armenier, der 26-Jährige, 200 Kilogramm drin. Wann will denn der Iraner beginnen? Hossein Razazadeh. Auf dem drücken viele in Deutschland die Daumen. Das weiß ich anhand der vielen E-Mails, die ich von Iranern bekommen habe, die mir erzählt haben, dass man im Iran Persisch spricht oder auch Farsi, eine indogermanische Sprache. Also vielen Dank für diese Hilfe und ich muss ehrlich zugeben, es war eine Bildungslücke bei mir. Chimerkin schon zu seinem zweiten Versuch, aber der kann ja im Stoßen Gas geben. Der Polizeioffizier, der noch nie eine Uniform getragen hat, weil er einfach in keine reinpasst. Trotzdem kennt ihn natürlich jeder, der muss keine Uniform tragen, wenn er im Dienst ist, sagt er. Jawohl! Andrei Chimerkin, 200 Kilogramm.
Und die Russen überlegen schon, wie weiter gesteigert wird. Denn sie haben natürlich auch diesen starken ersten Versuch von Ronny Weller gesehen. Der Titelverteidiger Andrei Tschemerkin, Vater dreier Kinder. Also der kann nicht nur gut Gewicht heben. Und Kim. Bereits sein dritter Versuch. Also der letzte hier in dieser ersten Teildisziplin. Da kann ich vielleicht auch gleich noch eine Geschichte erzählen. Ich wurde gefragt, wie das eigentlich mit Normen ist. Wir haben ja den einen Schwimmer gesehen, der gerade so 100 Meter geschafft hat. Auch hier gab es natürlich Qualifikationskriterien für das Gewichtheben, aber es gab auch sogenannte Wildcards. So hatten wir zum Beispiel auch einen Gewichtheber aus Osttimor dabei. In der B-Gruppe natürlich. Kim schafft seinen dritten Versuch, 200 Kilogramm. Und mal zur Erinnerung, Atlanta nur zwei Leute mit 200 Kilogramm. Bei der Europameisterschaft Daniel Jahn 205 gerissen, Weller 205 gerissen, Skarbatis 200 gerissen. Und hier wollen noch einige mehr Gas geben. Skarbatis 202,5 Kilogramm. Auch bei ihm sage ich das Körpergewicht 131,58 Kilogramm. Denn das kann ja wichtig sein am Ende, liebe Experten, ihr wisst es, für die anderen, wenn zwei Gewichtheber das gleiche Gewicht bewältigen, dann gewinnt der, der leichter ist oder derjenige liegt weiter vorn. Weitere Theorien müssen wir hier nicht anstrengen, denn es gibt keine zwei Gewichtheber, die auch gleich schwer sind. Und zur Daumenklemme gab es auch eine Frage, warum das? Anders kriegt man die Last gar nicht hoch. Die Kraft-3-Kämpfer, die mir auch geschrieben haben, wissen das ja. Die fassen ja eine Hand so rum, die andere so rum. Das ist also auch eine Möglichkeit. Aber so kann man natürlich nicht reißen und auch nicht stoßen. Eine Hand im Riss, die andere im Kammgriff. Der zweite Versuch war also nichts für Skarbatis. So, und es gab eine Frage nach dem Weltstandard, was das also bedeutet. Wir schauen uns erstmal Tschemerkin an, der also bei 202,5 Kilogramm hier auf die Bühne zu seinem dritten Versuch kommt. In den letzten 8 Jahren wurden ja zweimal die Gewichtsklassen geändert. Beim ersten Mal unter der Hand, mal so gesagt, um die Doping-Weltrekorde zu killen. Beim zweiten Mal, um von 10 Gewichtsklassen bei den Herren auf 8 zu reduzieren, um Platz für die Frauen zu machen bei Olympia. Jawohl, Tschemerkin! 202,5 Kilogramm für ihn! Er will also gar nicht mehr nehmen, weil er sich sagt, ihr müsst euch alle noch warm anziehen, wenn ich zum Stoßen komme. So, und jedes Mal, wenn Gewichtsklassen geändert werden, legt der internationale Verband sogenannte Standards fest, sodass also nicht der erste Nachwuchsgewichtheber, der einen Tag später auf die Bohle geht, Weltrekorde machen kann. Man muss 500 Gramm mehr als dieser Standard machen, um sich Weltrekordinhaber zu nennen. Skarbatis jetzt muss also noch einmal an diese 202,5 Kilogramm ran. Nochmal zu den Rekorden. Es gibt einen Weltrekordinhaber. Im Reißen habe ich schon gesagt, der Iraner Razazadeh, der also Persisch spricht. Im Zweikampf Ronny Weller. Im Stoßen Standard. Sozusagen über den Daumen gepeilt, was kann man schaffen? Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, als man schaffen kann. Denn vielleicht fällt ja dieser Weltrekord hier und heute.
holt sie ganz in Ruhe dahin, wo er sie braucht, in den Körperschwerpunkt und steht dann erst auf. Das sind die ganz coolen. Manche, bisschen unerfahren sind, zu hastig, stehen dann auf und versauen es dabei, wenn man sie also schon beim Zug nicht genau auf den Punkt bekommt. Er hat das also ganz clever gemacht, ist mit 202,5 Kilogramm also auch dicke dabei. Und wann bitte sehen wir Hossein Rezazadeh? Denn von dem haben wir ja hier noch nichts gesehen. Das ist er. Da ist er. 205 Kilogramm im ersten Versuch. Was geht hier los? Und dann schauen, wann Ronny Weller beim nächsten Mal kommt. 207,5. Würde ich mal annehmen. Und das wäre dann schon Weltrekord. Er also der Weltrekordinhaber. Und jetzt drücken sicherlich wieder die vielen iranischen Zuschauer in Deutschland reden. Ihm die Daumen. Nennt er auch die Namen der Propheten? Ah, da muss er natürlich schon dicke Backen machen. Aber die Propheten waren auf seiner Seite. 205 Kilogramm für Rezazadeh. Also gleich geht es hier an Weltrekorde. Wie geht's weiter in diesem spannenden Wettkampf? Das war erstmal knapp unter dem Weltrekord. Ein Kilo drunter. Jabr Salem, der Mann aus Katar. 205 Kilogramm, auch er will da rangehen. Lebt in Bulgarien, trainiert in Bulgarien, hat bulgarische Trainer. Aber hebt für den reichen Staat Katar. Und jetzt geht es natürlich schon langsam ans Eingemachte. Oh, guck mal an! Der nimmt auch diese 205 Kilogramm, der Mann aus Katar. Körpergewicht 123,64 Kilogramm. Zum Vergleich für alle, die zu Hause mitschreiben wollen. Sicherlich gehört Gunter Weller auch dazu. Rezazadeh 147,48 Kilogramm. So, und viele Experten haben sich gewünscht, dass doch mal hinten die Tafel gezeigt wird. Der könnten wir dann entnehmen, wann die nächsten kommen wollen. Ashot Danilyan auch bei 205 Kilogramm. Der Europameister. Der erste Versuch bei 200 sah gut aus. Und gucken Sie mal, die fassen also bis ganz nach außen. Bis kein Platz mehr ist in der Stange. Nein! Schade eigentlich. Sicherlich nicht ganz ausgezogen. Wird uns vielleicht die Kamera Aufschluss geben, wenn wir die Slow-Mo mal ein bisschen von der Seite sehen. Ein bisschen vorn gehabt. Und mit 205 Kilogramm in der Hocke, in der Hochstrecke, geht man nicht so leicht im Endengang nach vorne und versucht so vielleicht so ein Ding aufzuziehen. Und die Uhr tickt für ihn. Er wäre dann also gleich wieder der Nächste, wenn er nicht den Mut hat zu steigern. Zug am Bauch vorbei. Da berühren sie alle, fast alle, die Hantel. Also nichts. Wütend auf sich selber. Drauf hat er den bestimmt gehabt. Daniel Jan is taking more. Lotus Lotus are 207.5 kilograms.
Also, Daniel Jahn hat Mut, er hat gesteigert. Das heißt, wir gehen auf 207,5 Kilogramm. Und Ronny Weller ist also der Erste, der hier rauskommt. Weltrekord, den hat er gerissen bei der deutschen Selektion in Essen, wo er sein Olympiaticket ja schon in der Tasche hatte. Seine Schwester übrigens, Madeleine, ist auch hier mit in der Halle. Die Eltern sitzen zu Hause und drücken jetzt natürlich die Daumen. Frank Manteck. In Essen hat er auch mit 207,5 Kilogramm die Hantel fliegen lassen. Hat gesagt, ich hätte vielleicht auch schon 210 nehmen können, wäre aber vielleicht ein bisschen zu früh gewesen. Also jetzt erstmal den hier reinbringen. Der wäre außerordentlich wichtig. Jawohl, komm Ronny, steh auf. Nein, sie geht nach hinten weg. Ach, er ist ja so ein kleiner Schleudertechniker. Und das war eben auch der Fall. Oh, was jetzt tun? Was jetzt tun? Steigern auf 2,10. Sah so ähnlich aus wie sein dritter Versuch in Atlanta. Wo auch viele gesagt haben, der war bestimmt zu leicht. Wenn man ihn ein bisschen weit hinten hat, kann man einfach nichts machen. Man kann nicht nach hinten gehen, um sozusagen den Schwerpunkt nach vorn zu verlagern. Mist. Also, Daniel Jahn wollte sich Puste verschaffen. Hat gesteigert auf 207,5. Und so wird er hier zwangsläufig auf eine Weltrekordlast gezwungen. Und guck an, der steht mit diesen 207,5 Kilogramm auf und schafft einen Weltrekord. Wie lange wird er Weltrekordinhaber sein? Das ist jetzt die große Frage. Aschot Daniel Jahn. Ich sagte es, hier in dieser Kategorie muss man viele auf der Liste haben. Den auch. Hat bei der EM 252,5 Kilogramm gestoßen. Im zweiten Versuch hat dann aufgehört. Und ich glaube, Weller steigert. Habe ich das eben richtig gehört? Es geht auf 210 Kilogramm. Alles oder nichts heißt es also bei den Deutschen. Und das ist der richtige Weg. Ronny muss diese 2,5 Kilo mehr hier mitnehmen. Oh, alles festhalten jetzt. Ich habe schon wieder eiskalte und klitschnasse Hände. Rezazadeh, der Iraner, im zweiten Versuch 210 Kilogramm. Was geht hier los? Wir wussten, dass hier die Post abgeht in dieser Gewichtsklasse. Aber dass es gleich so losgeht. Der Mann aus Ardebil spricht Persisch und Türkisch übrigens. Und liebe Freunde, sind das wieder die Prophetennamen? Oh, eingeknickt. Das war nichts. Selbst wenn er da den rechten Arm, also seinen rechten Arm, gerade gemacht hätte, hätten die Kampfrichter rot drücken müssen wegen Nachdrückens. Der hat jetzt also ein ähnliches Problem. Der Mann aus Katar will als nächster an diese Last gehen. Ja, vorn gehabt. Und trotzdem noch der rechte Arm versagt. Können wir uns vorstellen, dass der die im Training schon genommen hat. Ebenso wie Salem. 210 Kilogramm. Also, Weltrekord, olympischen Rekord. Und natürlich die Führung für Salem, der natürlich dann auch noch den Vorteil des leichten Körpergewichts hat von 123,64 Kilogramm. Cimerkin schon fertig mit 202,5 Kilogramm. Der schwerste. Rezazadeh 147,48. Ronny Weller zum Glück leichter als der Iraner. Aber beide brauchen erstmal noch einen. Erst einmal der Mann, der für Katar startet. Wäre, glaube ich, falsch, wenn ich sagen würde, der Mann aus Katar. 7 Sekunden.
Ach, auch vorn gehabt. Und haben Sie gesehen? Er hat versucht, gleich mit dem Körper hinterherzukommen. Wenn die Hantel ein bisschen vorne ist, dann ist das die einzige Chance. Aber wie gesagt, es handelt sich hier um 210 Kilogramm. Und ich glaube, man kann den Deutschen das jetzt nicht übel nehmen, dass die hier gesteigert haben. Dann hier nochmal 207 zu nehmen. Die sehen natürlich, was hier abgeht in dieser Gewichtskategorie. Hier muss man jedes Pfund mitnehmen aus dem Reißen. Ja, der vermeintlich besseren Disziplin von Ronny Weller. Oder? Hier und heute nicht. Kann er hier auch Gas geben, nachher im Stoßen? Da sagt er ja auch immer. Da nehme ich dann, was nötig ist. 210 Kilogramm. Und Weltrekord. Ist er der Erste, der sie bewältigt? Rezazade kann dann noch einmal kontern. Sie sehen, er fasst nicht bis ganz außen. Und jetzt Daumen drücken. Im Vogtland, wo er geboren ist. In Frankfurt, wo er gehoben hat. Neu-Hardenburg. In Mutterstadt. Beim Verein. Und in Hochdorf. Ja, Badabadu, sagt er. Ronny Weller. Da ist er wieder. Der Ronny Weller, den wir kennen. Da feiert er. 210 Kilogramm, die hat er gebraucht. Jawohl, die Deutschen sind den richtigen Weg gegangen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Frank Mantek eben wieder kurz vor dem Herzinfarkt war. Denn was wäre gewesen, wenn er sie nicht gehabt hätte? Dann wären nur 200 Kilogramm in die Wertung gegangen. Voll mit Überschuss hat er sie mitgenommen. Er hat seinen Spruch gebrüllt, wie schon so oft. Ja, padaparu. Und Ronny Weller führt. Jetzt bin ich gespannt, was der Iraner macht. Ob er auch 210 nimmt oder ob die nochmal 2,5 Kilo drauflegen. Also alles festhalten. Das Pokern geht weiter. Und Rizazade sagt sich, das reicht mir noch nicht. Ich nehme 212,5 Kilogramm. Das gibt es nicht. Der nächste Weltrekord. Und er nimmt sie. Jetzt stehen bleiben, Junge. Stehen bleiben. 212 Kilogramm für den Mann aus dem Iran. Und Ronny Weller hat es natürlich mitbekommen. 3:0 gültig. Ich hatte zuerst so ein bisschen die Befürchtung, dass dem auch wieder sein rechter Arm einknicken wird. Aber diesmal hat er ihn gerade gemacht, hat den Beistand von allen Propheten bekommen und geht hier in Führung. Hossein Rezazadeh aus dem Iran. Auch eine gute Technik, die Beine abgehoben, die Füße abgehoben, muss ein bisschen hinterhergehen. Hat sie also auch ein bisschen vorn gehabt. Presst die Backen zusammen und hat diesen Versuch. Neuer Weltrekord, erneut Weltrekord. Abwarten, was hier im Stoßen passiert. Was hat Rezazadeh gestoßen bei der Weltmeisterschaft in Athen? Was sagt meine Datenbank vom IAT, vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften? Nur 242,5 Kilogramm, zweimal an 252,5 gescheitert. Hier ist also noch alles offen. Sie sind ja virtuell gleich auf, denn Weller ist leichter. Der Iraner hat 2,5 Kilogramm mehr genommen. Gucken Sie sich mal an, was hier abgeht. Daniel Jahn, der Mutige, macht Weltrekord. Kurz danach Weller, Weltrekord, auch mutig, auch gesteigert, vom ungültigen Versuch weg. Und Hossein Rezazadeh, nochmal einen Weltrekord drauf. Willkommen beim Weltrekordfestival dieser Olympischen Spiele. Was für ein Wettkampf, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Hier geht die Post ab. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da. Und ich glaube dann danach die Nachrichten und das Stoßen wollen wir natürlich live zeigen. Also machen Sie es gut erst einmal. Nicht geschafft hat im zweiten Versuch, gesteigert auf 2,10, 2,10 gemacht. Und dann kommt der Iraner Hossein Rezazadeh im dritten Versuch und macht 212,5 Kilogramm. Also, das bleibt spannend.
für die zweite Teildisziplin, für das Stoßen. Kurz bevor wir live draufgegangen sind, sahen wir hinten Ronny Weller, der jetzt seine Aufwärmung erst begonnen hat, hatte 70 Kilogramm eben erst auf seiner Aufwärmplattform draufgesteckt, während die ersten also jetzt schon raus müssen. Der Ukrainer, den wir hier sehen, der muss jetzt also schon in der Form seines Lebens sein, während die großen Favoriten jetzt erst mit der richtigen Erwärmung hinten beginnen. Klar sind sie noch warm vom Reißen, aber die spezifische Erwärmung, also die, ja, sagen wir mal, Simulationsversuche hinten im Aufwärmraum, die beginnen natürlich erst jetzt. Artem Udachin wird uns nicht übel sein, wenn wir seinem ersten Versuch über 220 Kilogramm hier nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Stattdessen gucken wir doch mal auf die Anfangslasten, die gemeldet sind für das Stoßen. Der Mann aus Katar, Salem, will mit 250 Kilogramm beginnen. Chimerkin 245, Skerbatis 242, der Iraner mit 240, Ronny Weller erst mit 250. Ebenso wie Ashot Danielyan 250. Und was macht der hier? Das ist also das, was wir hier zurzeit sehen, alles noch Spaß. Diese Gewichte von 220 Kilogramm. So, jetzt gab es die Frage, weil viele natürlich in der Zeitung gelesen haben, Ronny Weller hat abgenommen hier im Olympischen Dorf. Also es war tatsächlich so, der musste ab und zu mal ein paar Meter zu Fuß gehen, was für einen Superschwergewichtler nicht gerade das größte Hobby ist. 150 Meter bis zum Bus, vom Bus dann 150 Meter bis zur Mensa. Das kann schon sehr weit sein, aber alles nicht so panisch zu sehen. Hat sich hier also ganz gut eingelebt, der Ronny. Sein Lieblings-Caterer ist ja auch im Olympischen Dorf, im Athletendorf vertreten. Fängt mit MC an. Donald. Mehr darf ich nicht sagen, das wäre Werbung. Also ich wiederhole noch einmal. Der Iraner führt zwar um 2,5 Kilogramm, Ronny Weller dafür leichter. Also insofern sind sie virtuell gesehen gleich auf. Wenn sie also am Ende die gleiche Zweikampflast haben, würde Ronny Weller gewinnen. So, und jetzt fragt jemand per E-Mail, ist es denn nicht auch ein Nachteil, wenn man noch das ganze Körperfett mit in die Höhe stemmen muss? Versuchen Sie mal 270 Kilogramm nur mit Muskelmasse zu erreichen. Außerdem sagte ich Ihnen auch, ja, der Udachin hier sehen, mit einem gültigen Versuch, jawohl, der ist also auch im Wettkampf drin. Günter Weller hat mir vorhin nochmal gesagt, ich habe nochmal angerufen. Zu Hause in Hochdorf. Ronny Weller hatte am Beginn der Vorbereitung einen Körperfettanteil von 23,7% und jetzt 20%. Das ist wirklich optimal für einen Superschwergewichtler. Liebe Herren, gucken Sie neben sich. Fragen Sie mal Ihre Ehefrau nach ihrem Körperfettanteil. Wir wetten, dass da nur ganz wenige 20% oder weniger aufweisen können. Gilt übrigens nicht nur für Frauen, ehe ich jetzt Ärger bekomme, sondern auch für viele Männer. Puh, jetzt habe ich ja gerade so die Kurve gekriegt, oder? Krasilnikov beginnt mit 230 Kilogramm. Also wir sind hier noch im absoluten Spaßbereich in diesem Superschwergewicht. Wir können also noch ein bisschen auf E-Mails eingehen. Viele fragen immer nach der Datenbank des IAT, auf die ich zu sprechen komme. Gucken Sie einfach auf meine Internetseite www.weightlifting.de. Dort ist der Link. Und dort finden Sie beispielsweise die Gewichte, die diese Jungs hier in früheren Wettbewerben zur Hochstrecke gebracht haben. Und Holger Jentsch vom IAT ist auch hier.
Er macht immer, sag ich mal, so 2-3 Stunden nach dem Wettkampf ein Update. Da kann man also reingucken und schauen, was auch Gewichtheber, die nicht in der A-Gruppe waren, hier geschafft haben. Kann auch schon ganz schön schwer sein. 10:32. Erster Versuch aber auch für Krasilnikow gültig. So, da wird nochmal nach der Verletzung von gestern gefragt. Tut mir leid, ich bin wirklich dem Sportler nicht hinterhergefahren und habe gefragt, was er hatte. Ferndiagnose sagt ja jemand Kreuzbandriss. Ich tippe mal mehr auf Patellasehne. Aber das nur zum Thema Spekulation. Keine Ahnung. Und Udachim schon der dritte Wettkampf, also der erste, der sich hier aus dem Superschwergewicht verabschieden wird. Gucken Sie mal, wie dem der Schweiß rinnt. Kein Wunder, schon im Bereich der persönlichen Bestleistung. Schwer und langsam angeschoben. Trotzdem haut er sich drunter. Nein, er muss sie ausklinken. Schade. Zweikampf 415. Wir machen eine ganz kleine Pause. Wir sind wieder da mit dem Polen Paweł Najdek, der jetzt also in seinen Wettkampf einsteigt. Und die setzt er auch schon schwer um, muss also ein bisschen in der Ruhe unten sitzen bleiben, aber haut sie dann schön raus. Guck mal, wie cool der den Fuß nachgezogen hat. Und das immerhin mit dieser Last über dem Kopf. 240 Kilogramm sind wir nämlich schon. So, da geht es jetzt auch schon so langsam los wieder hier. Der Anfangsversuch des Iraners Reza Zadeh war auch mit 240 Mal gemeldet worden. Der hat aber schon weiter gesteigert. Zweimal kann man übrigens pro Versuch weiter steigern. Also der wird jetzt vielleicht auf 242 gegangen sein. Und wenn er dann merkt, hinten es läuft sehr gut, kann er auch noch höher gehen. Und nicht immer nur um eine Etage, sondern soweit man will. Krasilnikow, 240. Sein zweiter Versuch. Auch wenn ich es schon 10.000 Mal gesagt habe, sage ich es nochmal. Das war nur ein Zug. Also eine Übung, die im Training verwendet wird. Und Krasilnikow bleibt dann offensichtlich auch gleich der Nächste. Sehen Sie an der Uhr, die müsste eigentlich jetzt schon laufen, denn er wurde schon aufgerufen. Rechts daneben sitzt auch gleich der Pole an der Tür. Jetzt geht es nochmal hinter. Hier sind die Karten, wo man die Gewichte ändern kann. Mit Unterschrift natürlich, damit das alles verifiziert werden kann. Also wenn der Trainer hingeht, sagt Deutschland, Germany, Weller, bitte steigern. Schreibt man das neue Gewicht hinten in die Karte ein und muss dafür unterschreiben. Hier noch einmal sein Versuch ohne Chance. Die Uhr wird angehalten. Immer wenn der Sprecher sagt Stop the Clock, heißt es steigert jemand. Ganz hinten links in der Ecke war Ronny Weller zu sehen, rechts am oberen Bildrand Cemerkin.
und Viktors Skerbatis 242,5 Kilogramm. Das soll sein erster Versuch werden. Und es kommt eine Frage rein, in welchem Alter man anfängt mit Gewichtheben. Zum Gewichthebertraining, sagen wir mal. Den Kindern, die auch schon 7, 8, 9, 10 Jahre alt sind, die heben dort aber noch keine Gewichte, machen ein Athletiktraining, dürfen ab und zu auch mal einen Besenstiel hochheben. Also im übertragenen Sinne. Das sind dann so Holzscheiben, nur damit sie auch mal die Übung schon mal machen können. Denn die Kleinen sollen ja noch wachsen. Und erst dann, so mit 11, 12, 13, 14 Jahren, fängt man an, schon mal ein bisschen was draufzuschrauben. Nochmal Luft holen. Haut sie also nicht gleich raus. Und jetzt 242,5 Kilogramm für Skerbatis. Bei der WM in Athen 240 als Anfangsversuch, die hat er weggelegt, 240 im zweiten geschafft und 50 gescheitert. Nur mal so, immer zum Vergleich, was die Jungs also bisher in ihrer Karriere geleistet haben. In Athen bei der WM vor einem Jahr, November war es, genau am 22. November, gewann Andrej Schemerkin mit 457,5 Zweikampfkilo. Dafür gibt es heute hier nichts. Kim, der Koreaner. Ganz witzig immer, die Musik, die im Hintergrund eingespielt wird. Vielleicht haben Sie schon einige Wettbewerbe gesehen. Wenn die Griechen erfolgreich waren, wurde griechische Musik im Anschluss gespielt. Also da haben sich die Organisatoren ein bisschen was einfallen lassen hier. Der Koreaner Kim beginnt also jetzt, der vierte der Weltmeisterschaft. Der fing mit 2,50 an in Athen, die er dann auch vor lauter Schreck erstmal weggelegt hat. Und gucken Sie mal, wie sich da die Stange schon durchbiegt. Jawohl, jetzt geht es ein bisschen besser los als im Reisen, wo er ja auch erstmal beim ersten gestauchelt ist. Und immerhin auch 200 Kilogramm gerissen. Pavel Najdek, 245 Kilogramm für den Polen, der zweite Versuch. Der war 14. bei der WM, da war bei 232,5 Kilogramm Schluss. Der 27-Jährige hat sich also offensichtlich auch gut vorbereitet auf diese Olympischen Spiele. Haben Sie das gesehen? Dummerweise gerade einen Schluck Tee genommen, ich konnte es nicht gleich sagen. Das war schon beim Abheben erkennbar. Er hat sehr langsam abgehoben, die Hantel hatte überhaupt nicht die Höhe. Ist dann zwar so weit wie möglich runtergegangen mit dem Körper, um sich da vielleicht doch noch drunter zu hauen, aber da hat er eigentlich kaum eine Chance gehabt. Die Hantel hatte also gar nicht die richtige Höhe, gar nicht richtig aggressiv angehoben. Das sehen Sie hier. Auch der zweite Zug, den er versucht, ein bisschen stärker zu gestalten als den ersten, wird nichts. Ganz nebenbei hat er auch mit den Ellenbogen die Knie berührt. Selbst wenn er also aufgestanden wäre, hätten die drei Kampfrichter sofort rot drücken müssen. Und jetzt ist er hier. Die Engländer sagen würden, im Deep Shit. Und das sah nicht so aus, als wenn der hier noch ein paar Pfund mehr nimmt jetzt, wenn er so mutig ist, obwohl er seine Bandage hier abmacht. Aber das ist, glaube ich, mehr so, um die Nervosität zu bekämpfen. Der Aufwärmraum. Schade, warum geht ja nicht mal eine Kamera ein bisschen rum? Hat Nadik etwa doch gesteigert? Schon wieder schlechter gemacht, als er war? Sieht so aus. Wenn man steigert, schickt man natürlich den nächsten raus, nämlich den Mann aus Katar.
Und da geht es schon auf 250. Boah, gleich auf 250. Also, let the games begin. Die Show fängt also jetzt an. Jaber Salem, auch einer der Favoriten. 250 Kilogramm. 205 gerissen, an 210 gescheitert. Hinten sehen Sie es im Hintergrund, noch 20 Sekunden Zeit für ihn. Damit wären das also schon 455 Kilogramm. Genau so viel hat er bei der WM gemacht, was Silber bedeutet. Gucken Sie mal, was der für starke Beine hat. Und muss auch gar nicht beim Anschieben der Hantel so weit in die Knie gehen, haben Sie es gesehen, nur ein ganz klein bisschen. Und im Hintergrund wird die Musik gespielt, der Titel New Sensation. Wird der hier eine neue Sensation? Wie gesagt, 455 sind das schon im Zweikampf. Andrei Chemerkin, der Titelverteidiger aus Russland. Der Vater dreier Kinder, dessen Frau immer ordentlich für ihn kochen muss, hat er mal in einem Interview gesagt. Kein besonderes Lieblingsessen. Beginnt hier also auch mit 250 Kilogramm. Da machen wir mal den Vergleich zu Atlanta. Da fing er mit 240 an. Und er hat diese anatomische Besonderheit, dass erst bei diesen hohen Lasten, weil Chemerkin die Hantelstange überhaupt auf der Schulter aufsetzt. Das war noch nicht der schönste Versuch. Also wenn der so 200 Kilogramm oder sowas beim Erwärmen nimmt, durch die Spannung, die er auf den Ellenbogen drauf hat, da berührt die Stange noch nicht mal die Brust. Das muss man sich überlegen. Also richtig easy sah er auch nicht aus. Vielleicht auch bloß ein bisschen die Nervosität. Der hat also damit 452,5 in der Kiste. Ne? Auch schon ein bisschen pappig in den Armen. Aber der kann bestimmt auch noch mehr und vor allen Dingen besser kann er das. Der Mann aus dem Iran, Hossein Rezazadeh, der Weltrekordinhaber. Obwohl sie ihm den zweimal kurz abgenommen hatten, seinen Weltrekord, hat er ihn sich also, für alle, die jetzt neu dazukommen, wiedergeholt mit sagenhaften 212,5 Kilogramm. Wer steigt jetzt also in den Wettkampf ein? Wären dann schon 462,5 Kilo. Und gucken Sie mal, einfach umgesetzt. Und er ist drunter. 462,5 Kilogramm im Zweikampf. Das wäre in Atlanta schon Gold gewesen. Und zwar gleich mit einem 5 Kilo Vorsprung. Und wenn Dr. Bernd Dörr hier steht, dann heißt das also, Ronny Weller kommt. Erst noch einmal der Versuch. Wieder die dicken Backen des Iraners. Wieder seine Bitte um Mithilfe der Propheten, kurz vor dem Versuch. Und ein gültiger für den Iraner. Ronny Weller, 2,50. Wären also 460. Damit wäre das nach wie vor dieser 2,5 Kilo Rückstand auf den Iraner. Mal gucken, ob er so macht wie immer. Hände dran und los geht's. Sie haben das 30-Sekunden-Signal gehört. Eins, zwei und genau so. Starke Beine hat er. Alle sagen, beim Umsetzen würde der nie eine Last verschenken. Und haben Sie das gesehen? Was macht der hier? Ein starker Versuch. Und vielleicht sind jetzt wieder einige geschockt. Wohin? Dachte ich das zumindest nach dem ersten Versuch. Aber es sind ja einige rausgekommen und haben hier vorn auch die Hantel fliegen lassen.
Also 460 Kilogramm. Und natürlich wären auch das die Last gewesen für die Goldmedaille in Atlanta. Da hatte man ja den vorletzten Versuch genommen, hatte dem Russen Chimerkin die Möglichkeit gegeben zu kontern und der konnte dann auch kontern. Und Daniel Jahn auch mit 250. Er würde also auf 457,5 damit kommen. Oh, den müssen wir auch noch auf der Liste behalten. Wuchtet diese Anfangslast auch hoch. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, auf Fragen, die gerade mir noch eine nette Kollegin Laurence reingereicht hat, nochmal einzugehen. Ja, es stimmt. Es gab auch mal die dritte Disziplin, das Drücken, bis 1972 bei den Olympischen Spielen. Wo man also lediglich die Last, ja, was heißt lediglich, nach oben drücken musste von der Brust. Skarbatis, zweiter Versuch, 250. Hat nur 202,5 Kilogramm gerissen. Wären also 252,5. Sonst wird auch noch mal nach dem Griff gefragt, also der enge Griff beim Stoßen, der breite beim Reißen. Aber das geht schon biomechanisch gar nicht anders. Und der unterschiedlichen Techniken, dass man ja beim Reißen in einer Bewegung die Hantel über den Kopf bringen muss. Auch schon auf der letzten Rille hier, aber auch er, der Lette, haut sich unter dieses Gewicht runter, beziehungsweise bringt es nach oben. Na, ist da auch noch Luft bei ihm? Er hat ja auch noch einen dritten. 452, habe ich hinter 252 gesagt, 452,5 Kilogramm im Zweikampf, liegen natürlich schon einige vor ihm. Sie sagen, einige ja schon fast uneinholbar. Ah, und dann die Frage noch zur Grafik, die wird natürlich international gemacht. Was bedeutet Clean and Jerk? Das ist ganz einfach die englische Bezeichnung für das Stoßen. Clean ist die erste Bewegung, das Umsetzen und Jerk der Ausstoß, daher kommt das also. Und Snatch ist das englische Wort für Reißen. Zweiter Kampf gibt es nicht, da sagen die einfach Total dazu, die Engländer. Neidek 250. Muss der wegsteigern, da bin ich mal gespannt. Wieder so langsam angehoben und jetzt schafft das aber, die Hantel auf die Höhe zu bringen. Hat er auch noch die Power, sie rauszuhauen? Nein. Nein, 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 das war nichts. Sie sehen, 425 Kilogramm, nur 8. Rang für Nalek. So, nochmal zu der Musik kommt eine Frage. Kann man sich die Musik hier selbst aussuchen? Jedenfalls nicht einfach, muss ich sagen. Eine Amerikanerin hat es probiert und auch geschafft. Der Mann aus Katar kommt. Mal kurz an der Ammoniakflasche gerochen. Und dann also der zweite Versuch für Jabar Salem, 255 Kilogramm. Nochmal zu der Musik. Wäre schön, wenn sich vielleicht die Heber hier auch ihre eigene Musik aussuchen könnten, aber die Organisatoren haben eigentlich für alle Events hier einheitliche Musik vorbereitet in Computern drin. Also diese Musik habe ich auch schon beim Volleyball gehört, beim Basketball. Aber vielleicht wird auch das mal eine Möglichkeit für die Gewichtheber, dass sie sozusagen auch noch vorher Musikwünsche abgeben, vergleichbar mit dem Boxen.
wo ja auch beim Einmarsch sozusagen jeweils der Wunschtitel des Boxers gespielt wird. Der würde damit also auf 4,60 gehen. Oh, ich dachte, die rutscht ihm von der Schulter, hat aber schön die Ellenbogen oben behalten. Ja, und steht da. Jawohl, 255 plus 205, 460 Kilogramm für den Mann aus Katar. Die sind also schon alle über den Lasten, die bei den Olympischen Spielen in Atlanta bewältigt wurden. So, und Sie haben es im Hintergrund gehört, der Zweikampf-Weltrekord soll jetzt nach oben geschraubt werden. Denn Hossein Rezazadeh geht an 255,5 Kilogramm. Wären dann also 465, damit würde er zumindest für den Augenblick den Titel stärkster Mann der Welt tragen. Denn der Zweikampf-Weltrekordler wird ja immer als stärkster Mann der Welt bezeichnet. Bisher ist es also Ronnie Weller. Und er schafft auch diese Last. Weltrekord im Zweikampf. Weltrekord im olympischen Zweikampf. Das heißt also, es kann sein, dass da auch noch mal ein Pfund draufgegeben wird. Ronnie Weller würde ja die Einstellung reichen. Wir sahen auch schon wieder das deutsche Team im Hintergrund. Denn er ist leichter. Er hat also den Vorteil, er braucht jetzt immer nur mit Hossein Rezazadeh mitzugehen. Das nochmal sein Versuch, der also einen neuen Zweikampf-Weltrekord bedeutete. Und Ronnie Weller auf 257,5. Er braucht also diese 2,5 Kilogramm mehr im Stoßen, denn er hat ja 2,5 Rückstand nach dem Reißen. Zieht damit also gleich, würde dann den Weltrekord nicht einstellen. Sowas gibt es im Gewichtheben nicht. Es kann immer nur einer haben. Man muss 500 Gramm mehr machen. Und das geht im Zweikampf nicht. Dort geht es nur 2,5 teilbar. Ganzzahlig. Komm, Ronny, steh auf. Kurz durchatmen. Und still, Junge, still. Jawohl, Ronny Weller geht in Führung im Superschwergewicht. Zweiter Versuch. Und jetzt Nerven behalten und abwarten, was die anderen machen. Eventuell, hat er gesagt, vielleicht sogar 265. Wie gesagt, jetzt warten die bestimmt ab, was der Iraner macht. Und dann heißt es wirklich beten. Zu den verschiedenen Göttern, die hier vertreten sind. Und dann gewinnt sicherlich auch so ein bisschen der Glücklichere am Ende. Daniel Jahn. Auch 257,5. Helfen ihm nur bedingt. A, er hat nur 207,5 gerissen. B, schwerer als Weller. Umgesetzt. Stark. Und stößt sie auch. Stößt auch diese 257,5 Kilogramm. Und hat auch Möglichkeit, nochmal Gas zu geben im dritten Versuch. Müsste jetzt auf dem dritten Rang liegen. Mit ebenfalls 4
65. Daniel Jahn ist also auch noch mit dabei. Und der ist ja auch noch da, der Skjabatis. ...257,5 Kilogramm. Würde natürlich auch nicht reichen, um an Vella vorbeizugehen. Hat ja nur 202 gerissen. Wären also 460 im Zweikampf. Die Daumenklemme, da haben Sie sie nochmal genau aus der Nähe gesehen. Voll konzentriert. Und schwer sind sie. Und er schafft es nicht, die Ellenbogen oben zu behalten. Er muss sie nach vorn ausklinken. Skjabatis ist also erstmal raus. Nur auf den fünften Rang, 452,5 Kilogramm. Oh, und den Koreaner haben wir auch noch im Hintergrund, haben Sie es gehört? Der muss jetzt natürlich schon 260 Kilogramm nehmen. Jetzt werden Sie sagen, die gehen schon an 260 und der Ringgut bleibt immer noch so ruhig. Tja, es sind ja noch einige Versuche hier offen. Chimerkin hat noch zwei. Und Kim erstmal mit 260. Wären also dann auch 460 für ihn. Jetzt die Beine parallel zur Hantel. Komm, bleib stehen, Junge. Jawohl. Und er kriegt das erlösende Absignal. Zweiter Versuch, wie gesagt, für den Koreaner Kim. Gab es den bei den Olympischen Spielen schon? Ja, vierter war er. Hinter dem Australier Stefan Bothe. Also, und Kim hat auch noch einen. Ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Chance hat, um Gold mitzukämpfen, aber vielleicht um die Medaille. Also mal hier, das ist gar nicht so einfach, mit so einem Gewicht dann den richtigen Stand zu finden. 260 Kilogramm. Chimerkin auch 260. Wären also 462,5 für ihn. Bisher steht er auf 452,5. Und gucken Sie sich das an. Der muss die Ellenbogen gar nicht so weit oben halten. Kann es auch gar nicht. Körperbau bedingt bei ihm. Und der Olympiasieger ist auch erstmal wieder da. Und hat auch noch einen, den dritten. Aber so richtig einfach, leicht und flockig sieht es bei ihm auch nicht aus. Sie sehen, noch nicht mal auf einer Medaille mit seinen 462,5 Kilogramm. Nur vierter zurzeit. Vella, Rezazadeh, zurzeit hier die großen Favoriten. Und Ashot Danielyan auf 3 momentan. Dritte Versuche haben noch Salem Yaba, da ist er, der auch an 260 jetzt geht. Damit also nach seinen gerissenen 205 auf 465 gehen könnte. Onivella hat ja schon 467,5
in der Kiste. Also kein Angriff auf den Sieg. Ja, aber Salem sagt, ich bin 25, ich kann auch bei den nächsten Olympischen Spielen vielleicht ganz vorne landen im Superschwergewicht. Die hängen immer alle so ein bisschen nach rechts, auch das hat er mir geschrieben. Nein, das war nicht, schade. Woran das wohl liegt, ob die Hantelstange auf einer Seite schwerer ist? Nee, das garantiert nicht. Jedenfalls nicht hier bei Olympischen Spielen. Genormte Gewichte, genormte Hantelstangen, fünfter Rang, 460 Kilogramm, starke Leistung, aber keine Medaille für den Mann aus Katar. Und jetzt Hossein Rezazadeh, der Iraner. Und auch der will jetzt wieder auf Weltrekord gehen. 260 Kilogramm wären also schon 472,5. Ein neuer Weltrekord im Zweikampf liegt also in der Luft. Er muss den machen, um an Weller vorbeizugehen. Es ist sein dritter Versuch. Aber Weller hat noch einen und Daniel Jahn hat noch einen und auch Kim. Och, wie einfach der aufsteht! Wie einfach der aufsteht mit dieser Riesenlast! Und er hält sie beide parallel, Junge, sonst kriegst du den nicht. Er hat die Beine parallel und er kriegt ihn. Danke an alle, die ihn unterstützt haben. An den bulgarischen Trainer, an die Plattform und an die Propheten. 472,5 Kilogramm. Weltrekord. Aber wir sind noch nicht durch. Und da heult er Rotz und Wasser. Aber er muss gucken, was jetzt passiert. Ronny Weller kommt als Nächster. Sie meinen, der Daniel Jahn kann eine unmenschliche Last dann nicht hochbringen. Deswegen nehmen Sie nicht den letzten Versuch, sondern gehen jetzt erstmal mit dem notwendigen Gewicht an ihm hier vorbei. Sie müssen 2,5 Kilogramm mehr machen. Also diese 262,5 Kilogramm und dann wieder zweien die Plattform überlassen. Damit wäre er am Iraner vorbei. Aufgrund des Körpergewichts. Frank Mandek, der Bundestrainer. Und jetzt wieder alles Daumen drücken. Und wieder umgesetzt. Und er stößt sie nicht. Er stößt sie nicht. 262,5 Kilogramm wären notwendig gewesen, um zumindest erst einmal am führenden Iraner vorbeizugehen. Aber was soll's? Er hat sein Mögliches gegeben. Kurze Zeit Weltrekord gehabt im Reißen. Ach, schade. Was war? Ein kleiner Fehler. Nicht weit genug angeschoben. Nicht weit genug runtergegangen. Ach, der Fuß wieder. Der linke Fuß, den er immer so ein bisschen schräg macht, seit dem letzten Jahr, seit der Europameisterschaft, hat er sich ja mal leicht verletzt. Und was macht Daniel Jahn jetzt? Ronny Weller also 467,5. Er nimmt 262,5 Kilogramm. +207 wären also 470 Kilogramm. Er könnte jetzt also auch an Ronny Weller vorbeigehen. Nicht auf Gold. Nein, 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 er nicht. Dritter Versuch für Ashot Daniel Jahn. 465 zurzeit auf dem Bronzerang. Und jetzt geht's hier los. Und hören Sie mal im Hintergrund, was Kim nehmen will. 265 Kilogramm.
Während 465. Der will also erstmal einen Weltrekord im Stoßen holen. Und Daniel Jahn angreifen aufgrund des Körpergewichts. Genauso ist es. 265 und 200 sind 465. Kein Angriff auf Gold. Weltrekord im Stoßen, sagt sich Kim. Und Bronze. Also sehen wir den nächsten Weltrekord. Oh Gott, den habe ich ja ganz vergessen. Der hat ja auch noch einen. Die Chemerkin. Um Gottes Willen. Liebe Zuschauer, verzeihen Sie mir. Den hatte ich ja schon fast abgeschrieben. Der hat ja auch noch einen offen. Der Titelverteidiger. Das war erstmal nichts. Oh Gott, und was macht Chemerkin jetzt? Also, der schwerste Mann des Wettkampfes kommt noch. 272,5 Kilogramm. Chemerkin will es noch mal wissen. Vielleicht erinnern Sie sich an Atlanta. Da hat auch schon einer gedacht, er ist Olympiasieger, nämlich Ronny Weller. Und Chemerkin kam raus und hat 260 Kilo genommen und hat es geschafft damit. Und jetzt Andriy Chemerkin. Ja. 272,5 Kilogramm. Wir warten auf die Bestätigung auf der Grafik. Bis jetzt haben wir es nur durch den Hallensprecher gehört. Was für eine unmenschliche Last. 202,5 Kilo im Reißen plus 272,5 Kilo im Stoßen wären 475 Kilo. Also mehr als der Iraner. Oh Gott, jetzt alles festhalten. Ronny Weller kann es egal sein. Olympiasieger ist er nicht. Ihm kann es nicht egal sein, da es geht um sein Silber. Was macht Chemerkin jetzt? Steigert um 12,5 Kilogramm. Nein, nichts. Das war nichts. Aber er hat den Mut gehabt, ranzugehen. Da hatten die also auch noch mal einen kleinen Augenblick Angst, die Iraner, dass sie vielleicht doch das Gold noch loswerden. Puh. Und wie hätten sie über mich gelacht, wenn ich den tatsächlich vergessen hätte. Also es bleibt dabei, wie ich es gesagt habe. Auch hier kommt der Olympiasieger mit neuem Weltrekord im Reißen. Mit neuem Weltrekord im olympischen Zweikampf aus dem Iran. Da feiern sie die Betreuer. Noch einmal der Versuch, die Last überhaupt umzusetzen. Keiner kann sagen, er hat ja nicht gekämpft. Und wie er gekämpft hat, aber gucken Sie mal. Die erdrückt auch ihn dann fast. Der Mann aus Russland, der 174,84 Kilogramm wiegt. Diesmal nicht der stärkste Mann der Welt. Der stärkste Mann der Welt kommt aus dem Iran und heißt Hossein Rezazadeh. Da sehen wir das Ergebnis. Der Iraner auf 1. Weller auf 2. Schade, der dritte Versuch im Stoßen. Und Ashot Danilian, der Armenier, auf dem dritten Rang. Chemerkin leer ausgegangen. Und gucken Sie mal, wer hier alles 460 noch hatte im Zweikampf. Und die gehen auch alle leer aus. Also, ich habe es Ihnen versprochen. In dieser Disziplin geht die Post ab, habe ich gesagt. Und in dieser Disziplin ging die Post ab. Und wie? Weltrekorde en masse. Und einen neuen Olympiasieger. Wir sehen unten auch zwei geplatzte, also zwei, die
kein Zweikampfresultat bekommen haben aus der B-Gruppe. In der A sind alle durchgekommen. Hier noch einmal, gucken Sie unten mal. Jabba, der Mann aus Katar, 460. Kim, 460 im Zweikampf. Und nur auf Rang 5 und auf Rang 6. Denn man brauchte heute 472,5 Kilogramm im Zweikampf, um Olympiasieger im Gewichtheben des Superschwergewichts zu werden. Ronny Weller wird sicherlich heute Abend weiterheben, hier an den Biertischen von Sydney. Da bin ich mir sicher. Muss er groß traurig sein? Na klar wird das sein. Aber er hat alles gegeben, er hat gekämpft. Der Mann, der für Mutterstaat startet, im Vogtland geboren ist. Und vielleicht nochmal eine Chance in 4 Jahren hat. Also, das war dieser außerordentlich spannende Wettkampf im Superschwergewicht der Männer.